Dobrý večer, guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier am Institut für Slawistik. Es freut mich, viele bekannte Gesichter zu sehen, die wir in letzter Zeit auch aufgrund der Pandemie sehr selten gesehen haben. Jetzt versteckt immer noch hinter den Masken und aus einem traurigen Anlass. Es herrscht Krieg in Europa. Etwas, an das wir uns eigentlich gar nicht, was wir uns gar nicht vorstellen wollten. Es ist nicht nur ein Krieg in der Ukraine, es ist ein Krieg gegen die Ukraine. Es ist nicht nur ein Angriff auf die Freiheit und die Demokratie der Menschen in der Ukraine, sondern auf unser aller Freiheit. Es ist auch ein Angriff auf die Freiheit der Menschen in Russland. Ihnen wird gerade die Zukunft geraubt. Es ist eigentlich schrecklich alles. Und man ist die ganze Zeit gerührt und weiß nicht, was tun, was sagen. Und das Einzige, was man machen kann, ist irgendetwas unternehmen, helfen, wo es geht. Und ich sehe auch viele hier, die rund um die Uhr in letzter Zeit aktiv waren, geholfen haben. Und dafür danke ich ganz herzlich. Als ein Beispiel möchte ich etwas bringen, was mir Verena Winiwater, eine Umwelthistorikerin und Wissenschaftlerin des Jahres 2013, geschenkt hat. Sie hat mir so eine Mütze gestrickt und diese Mütze war voller Herzen mit in den ukrainischen Farben. Und sie sagt, so ein Herz ist ganz schnell gestrickt, aber sie hat sich ausgerechnet, und das war jetzt vorgestern, dass wenn sie für jeden einzelnen Flüchtling ein so ein Herz stricken würde, sie 19 Jahre mittlerweile stricken müsste. Und allein diese Symbolik hat mich auch wieder ganz tief berührt. Aus diesem Grund bin ich wirklich sehr begeistert, dass trotz aller Widrigkeiten, die auch unsere Kollegen hier haben, mit der Situation in der Ukraine es gelungen ist, so kurzfristig einen Abend, einen Themenabend zu gestalten, der unter dem Motto steht, Ukraine ist nicht Russland, die philologische Perspektive. Und als ersten Redner möchte ich, obwohl es an sich nicht notwendig ist, aber auch für die, die jetzt nur online dabei sind, unseren Kollegen Michael Moser vorstellen. Er ist Universitätsprofessor für slawische Sprachwissenschaft und Textphilologie an der Universität Wien, gleichzeitig an der katholischen Peter-Passmann-Universität in Budapest und an der ukrainischen Freien Universität in München. Er ist Ehrendoktor an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew, Professor ehrenhalber an der Nationalen Universität Ivan Mohyla Akademie und wirkliches Mitglied der wissenschaftlichen Taras-Schewtschenko-Gesellschaft in Lviv sowie Präsident der Internationalen Ukrainistenvereinigung. Auch das zeigt natürlich schon seine direkte Anbindung an die Ukraine, wo er auch seine Familie hatte und die jetzt Gott sei Dank sicher in Wien eingetroffen ist. Er wird den ersten Vortrag halten. Und das Thema ist hier, ukrainisch ist nicht russisch, sprachgeschichtliche Notizen. Bitte. Vielen Dank. Jetzt habe ich mir schon vorgenommen, mich nicht rühren zu lassen. Und dann das. Ja, wir haben beobachtet, was passiert ist. Wir waren in Schockstarre. Wir haben mit Dankbarkeit die Tätigkeit unserer Nachbarn vom Institut für osteuropäische Geschichte wahrgenommen. Und wir haben als Team beschlossen, dass wir auch aus unserer philologischen Perspektive unseren Beitrag leisten sollten. Das Thema unseres Abends ist Ihnen bekannt. Mein Thema ist eine Abwandlung, die die Sprache betrifft. Ich habe nur kurz auf die Uhr gesehen, damit ich nicht allzu sehr überziehe. Jeder von uns wird etwa 20 Minuten sprechen. Ich werde versuchen, mich sehr kurz zu fassen und es wird wirklich um Notizen gehen. Der Streifzug wird hier aufgezeigt. Zunächst geht es ums Mittelalter. Der Titel lautet Einzigartiges Novgorodisch und Einheitliches Altrussisch. Wie geht das? Die Dialekte der mittelalterlichen Russen. Der zweite Punkt lautet Schkola, Akademia, Spravedlivost. Sie können das auch ins Russische übersetzen. Das sind aber lauter Wörter, die zuerst im Ukrainischen angekommen sind.
Reformation und Humanismus. Drittens, Aia cum rupto Buchewalde. Die sprachliche Erneuerung, dazu ein paar Grundgedanken und auch dazu, wie diese Erneuerung abgewürgt wurde. Viertens, це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Hier geht es um die so oft angesprochene Ukrainisierung und deren Wesen. Es geht auch darum, dass der ukrainische Staat und die ukrainische Staatssprache keine sowjetische Erfindung waren, wie wir zuletzt hörten, vom Kriegsverbrecher Putin. Schließlich, als fünfter Punkt, державної мови Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова. Ein kleines Caveat für alle, die nicht so sehr in diesen Dingen verhaftet sind, wie ich es bin. Dieses Sprachengesetz stammt noch, wohlgemerkt, Sie sehen es, aus der Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und nun zurück ins Mittelalter. Sie sehen hier eine Karte, die natürlich nur ungefähr sein kann, die unser Areal zeigt in der Zeit des 9. Jahrhunderts. Was Sie sehen, ist etwas, das aus meiner Sicht oft falsch akzentuiert wird, das wir aber grundsätzlich wissen. Der Großteil selbst des europäischen Russlands, das ja auch nicht ganz Teil dieses alten Staates dann wurde, ja, wir sind ja weit entfernt von diesem so großen Russland, auf das sind ja die Russinnen und Russen auch so stolz, Velike Maguche. Naja, die Bevölkerung, das sieht so ein bisschen anders aus, wie Sie wissen, aber das war ganz anders. Ja? Und vieles ist auf einem baltischen oder finnischen Substrat erstanden, was in Russland sich entwickelt hat. Das ist gut zu wissen, weil es nationalistischen Mythen widerspricht. Und es ist, ich mag das hinzufügen, wie Sie gehört haben und richtig selbst auch in Budapest, nichts Schlechtes dran. Es ist nur einfach eine Tatsache. So, dann sehen wir eine Karte, die hat seinen kleinen Makel von vornherein. Die soll darstellen, das mittelalterliche Staatsgebilde, im mittelalterlichen Sinn Staatsgebilde der Rus, später genannt Kiewer Rus. Und da sehen Sie auch einige Städte. Unter diesen Städten ist auch Moskau genannt, aber zur Erinnerung, Moskau wurde erst im 47 gegründet. Also das ist ein Teil dieser Absurditäten, mit denen man ständig zu tun hat, wenn man sich mit Russistik auseinandersetzt. Zunächst, was ist Rus? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der ältesten Zeit ist das völlig klar, das hat mit Putins Diskurs überhaupt nichts zu tun, das ist die skandinavische Herrscherschicht, die die Slawen unter Knechtschaft hielt oder herrschte, je nachdem, wie Sie es formulieren wollen. Da liegt nichts drinnen, auf das man besonders stolz sein müsste im russischen Sinn. Es ist völlig klar, es gibt unterschiedliche Etymologien, aber Etymologien sind, wie ich immer wieder sage, nicht nur der Ausdruck und die mögliche Etymologie, also die Mathematik dahinter, wie Sie wollen, wenn Sie wollen, sondern es ist ja auch der Gebrauch des Wortes. Und wir sehen völlig klar in den ältesten Quellen, die es gibt, dass Russisch, Rusisch oder wie auch immer Sie es fassen wollen, zum Beispiel Griechisch dann Rossistei, immer bedeutet Skandinavisch. Ja? Tatsache. Sie können es überprüfen. Alles, was ich heute sagen werde, dürfen Sie ruhig widerlegen. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht gelingen. Das Zweite ist, wir gehen immer davon aus, ja, das ist Ruskajas Rek oder wie auch immer, auch was sich damals abgespielt haben soll. Sehr verehrte Damen und Herren, bis vor wenigen Jahren mein Freund Sergei Vakulenko aus dem nunmehr völlig zerbombten Kharkiv und ich diese Frage gestellt haben, wissen wir etwas genauer. Ja, diesen Ausdruck gibt es gar nicht im ältesten Schrifttum, also als Ruskajas Rek. Als Sprache, slawische Sprache, die sich auf die Rus bezieht. Die Sprachen, die gesprochen wurden in der mittelalterlichen Rus, wurden bis ins 12. Jahrhundert hinein in der Regel als slawisch und aus bezeichnet. Das muss man mal nachlesen, das muss man mal überprüfen, aber wir haben das bis jetzt nicht getan.
Das ist auch unsere Schuld. Und wir sind noch an vielen anderen schuld. Wir lernen, dass Nowgorod ist so einzigartig. Die nowgorodische Sprache, die lieben auch die Russistinnen und Russisten völlig zu Recht. Das ist super einzigartig. Aber wie kann man uns gleichzeitig erzählen, dass das Altrussische, nennen Sie es noch dazu, einheitlich sein soll? Ich meine, auch wenn man nicht Sprachwissenschaftler ist, versteht man, dass das hinten und vorne nicht zusammengeht. Pardon. Und trotzdem wird an den Universitäten so ein Unsinn erzählt. Bis heute. Es ist eine Schande. Ganz einfach. Man hat immer schon anerkannt, dass es Dialekte gibt und hat in jedem Handbuch irgendwas dazu gefunden. Aber wie bitte unterscheiden wir Dialekte und Sprachen in der ältesten Zeit? Ja, es gab noch kein Ukrainisch zu dieser Zeit im modernen Sinn. Aber man höre und staune, es gab auch noch kein Russisch im modernen Sinn zur damaligen Zeit. Das muss man den Leuten mal klar machen. Es ist unwiderlegbar. Naja, es gibt dann auch die zentralrussischen Gebiete, sehr verehrte Damen und Herren, die wurden erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts wirklich kolonialisiert. Das ist kein sehr altes Gebiet. Und deswegen heißt auch Briansk, Briansk. Das kommt von Briansk. Das ist der Urwald, das ist der Urwald, der die Kerngebiete der Russ, die auf heute ukrainischem Gebiet liegen, von den zentralrussischen trennte. Nun erzählt uns der zu Recht renommierte Sprachwissenschaftler, nicht vor allzu langer Zeit verstorben, Andrei Selesniak. Es gibt zwar dieses einzigartige Nowgorodisch, ein ganz dickes Buch, ja. Dann gibt es aber auch so etwas wie eine Koine im mittelalterlichen Schrifttum, eine altostslawische, würde ich mal sagen, Koine. Dann sagt er, die steht eindeutig auf einer Kiewer Grundlage. Und dann schreibt er noch etwas über den Anachronismus, zu Recht, ja, der darin liegt, wenn wir diese Sprache benennen wollen. Dann aber bezieht er die Sprache Kiews aufs Russische. Einspruch, euer Ehren. In Kiew hat man nicht Russisch gesprochen. Auch keine Vorform des Russischen im Mittelalter. Das können wir uns wirklich mal in die Schubladen legen. Man hat Slawisch gesprochen, man hat eine Vorform des Ukrainischen gesprochen. Das Russische kam nach Kiew in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Davor hat es dort nichts verloren. Ja, und wir sprechen dann auch in Bezug, übrigens, das ist der letzte Punkt hier, wir sprechen dann auch so gern über das Russisch-Kirchenslawische, wenn wir über die Redaktionen des Kirchenslawischen sprechen, und das auch in Bezug auf die heute ukrainischen Gebiete. Auch das ist ein Riesenfehler, denn wie definieren wir denn die Redaktionen des Kirchenslawischen? Als Redaktionen, die geprägt sind von den Idiomen, die in den jeweiligen Gebieten lagen. Die haben auf die kirchenslawische Hochsprache eingewirkt und die Einwirkungen auf heute ukrainischsprachigen Gebiet, pardon, die waren nicht russischer Herkunft. Also überlegen wir uns was. Im englischsprachigen Raum hat man das einigermaßen gut gelöst, da spricht man von Russen. Ja? Und nicht Russian, wenn man über das Mittelalter spricht. Das macht die Dinge schon viel erträglicher. Nun, die nächste Station in unserem Streifzug. Im russischen und russistischen Diskurs heißt das, was wir jetzt ins Auge fassen, meistens Jugo-Zapadnaya Rus oder Zapadnaya Rus, nur damit man es wieder irgendwie auf das Russische beziehen kann, aber pardon, das Staatsgebilde Jugo-Zapadnaya Rus, Zapadnaya Rus gab es nicht, auch diese territorialen Bezeichnungen gab es nicht. Es gab einen Staat, der hieß Rzeczpospolita Oboiga Narodów. Und dieser Staat ist etwas, das wir jetzt nicht nur polithistorisch betrachten wollen, sondern vor allem bildungsgeschichtlich ins Auge fassen wollen. Denn dieser Staat hat europäische Traditionen, Bildungstraditionen übernommen und Moskau hat das damals nicht. Einfach eine Tatsachenfeststellung. So hat man die Reformation angenommen. Und wir haben Bibelübersetzungen, erste. Und das ist eine besonders schöne Bibelübersetzung. Das ist das Evangelium von Peresopnitz her.
Eine Übersetzung in das Ruthenische, das ist auch das Ukrainische der Zeit. Wissen Sie, wann die Bibel das erste Mal ins Russische übersetzt worden ist? Das wissen wir nicht als Russistinnen und Russisten. Ist das nicht eine Schande, dass wir das unseren Leuten nicht sagen? Seit dem 19. Jahrhundert haben Sie das gewusst. Haben Sie nicht gewusst wahrscheinlich. Ja? Das ist aber doch erstaunlich. So, dann, solche Strömungen wie der Humanismus sind in die Ukraine eingedrungen, nach Russland nicht. Die erste vollständig gedruckte kirchenslawische Bibel ist in Ostrich, in der Ukraine, gedruckt worden. Und das war ein Meisterwerk, hinter dem tatsächlich die humanistische Wissenskultur steckt, hinter der das Prinzip ad fontes steckt. In Russland war man damals weit davon entfernt. Das Magdeburger Stadtrecht herrschte auf ukrainischem Gebiet. Eine wesentliche Errungenschaft der europäischen Kultur. Das gab es in Moskau nicht. Schulen wurden entwickelt. Die ersten kirchenslawischen Wörterbücher und Grammatiken wurden nicht von einem, zum Beispiel, Meletis Matrizke geschrieben, sondern von einem Meletis Matrizke. Sie wissen, was ich meine. Der Mann war nicht in Moskau ausgebildet worden. Der Mann hatte das Bildungsgut Polen-Litauens im Gepäck. Und nur deswegen gab es diese Errungenschaften, die erst später nach Moskau wanderten, aus der Ukraine. Und jetzt sehen wir, wie das gedankt wird. Vielen Dank. Solche Wörter wie Schola, Akademia und auch Spravedlivist, ich nenne sie jetzt auf Ukrainisch, können Sie sehr leicht ins Russische übersetzen. Schola, Akademia, Spravedlivost. Woher kommt das ins Russische? Pardon? Aus dem Ukrainischen und weiter aus dem Polnischen und dann oft auch noch aus anderen Sprachen. Ja, wie Ihnen klar ist. Ja. Na, und dann wird das Ganze nach Russland übertragen. Und dann frage ich oft meine Studierenden, sagen Sie, nennen Sie mir doch bitte führende russische Barockschriftsteller. Ja, weiß ich nicht, kennen wir nicht, weil angeblich beginnt eh alles erst mit Puschkin. Die russischen Barockschriftsteller, führenden, sind lauter Ukrainer und ein Weißrusse. Das hat nichts mit Geblüt zu tun. Das hat etwas mit Bildungsherkunft zu tun. Mit der Rzeczpospolita Obojga Narodów. Das sind für von Prokopowitsch, Stefan Jaworski, wie Sie wollen. Sie können die Liste erweitern. Es wird Ihnen kein wirklich prominenter russischer Barockschriftsteller einfallen. Und was alles damit verbunden ist. Verskultur, Theater. Nichts davon war in Moskau bekannt. So. Naja. Dann machen wir einen großen Sprung ins 19. Jahrhundert. Ich kann ja hier nicht über alles sprechen. Habe auch nicht allzu viel Zeit. Wir sind im Bereich der sprachlichen Erneuerung. Das ist die große ukrainische Meistererzählung. Wir haben die Entwicklung der ukrainischen Literatur, beginnend angeblich mit Ivan Kotlarewski, das stimmt natürlich so nicht, aber ich vereinfache jetzt. Dann kommen die großen, früher sagte ich auf Big Shots, jetzt nicht mehr, Sie verstehen warum. Die großen Figuren, wie weiter, Grigori Skobroda, Grigori Kvitka, das war ein Blackout, ich bin ja sehr geprägt von dieser Situation jetzt, Grigori Kvitka, ich korrigiere den Herrn, der das aufgeschrieben hat. Mich. Und der Schewtschenko. So lange ging es aber noch, das war Literatur. Kleinrussische Literatur, wie man es nannte. Wir können über die Glottonymik und anderes gerne sprechen in der Diskussion. Aber dann wurde das Ganze plötzlich ernst. Und man kam darauf, es wurde sehr schön von einem ethnischen Russen formuliert im Jahr 1834. Ismail Sresnevsky, einer der Großen der Slawistik, sagte, diese Sprache ist so schön, und so vielversprechend, man kann sie zu einer echten Schriftsprache ausbauen. Dazu braucht man ja Arbeit, nicht wahr? Und das gelang nach dem Krimkrieg. Russland war immer halbwegs liberal, nachdem es ordentlich eine Niederlage erfahren hatte. Und das war im Krimkrieg der Fall. Nach dem Krimkrieg wurden die ersten ukrainischen Sonntagsschulen gegründet und es gab einen enormen Aufschwung in der Ausbildung der ukrainischsprachigen Kultur, der über die schöne Literatur hinaus reichte. Was war das Ergebnis? Sprachenverbote.
Und verboten wurde zunächst mal 1863 das sogenannte Walujew-Zirkular, das wieder eine dieser wunderbaren russischen Absurditäten vor Augen führt. Verboten wurde etwas auf dieser Grundlage. Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может. Also etwas, das es eh nicht gab und gibt und geben wird, wird verboten. Das kommt mir so russisch vor. Und dann natürlich, ja, das ist eh dieselbe russische Sprache wie heute, Putins These. Und dann auch noch, только испорченный, глянем на него больше. Also nur verdorben vom Einfluss Polens. Entschuldigen Sie, ich würde Polen nicht unbedingt mit einem negativen Einfluss gleichsetzen. Da muss man schon sehr verquert denken. Und zur Erinnerung an die Russistinnen und Russisten, das Russische selbst hat jede Menge Polonismen. Das Russische selbst hat dem Polnischen viel zu verdanken. Kurz zur Staatswährung, Sie wissen alle, hätten es auch heute im Podcast zum Beispiel von Frau Jobst hören können. Es gab ja eine Staatlichkeit, eine ukrainische Staatlichkeit schon vor den Sowjets, eine weitere Lüge Putins. Dort war auch das Ukrainische schon Staatssprache in Ukraine. Nur wurde diese Volksrepublik, diese ukrainische Volksrepublik von den Bolschewiken zerschlagen. Es gab auch damals schon Massenterror in Kiew, die Massenerschießungen von Murawiow sind im ukrainischen historischen Gedächtnis fest verankert. Wir vergessen auch das nicht. Und dann wurde ja angeblich in der neu gegründeten ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik das Ukrainische so stark gefördert, ja, und laut diesen verrückten Diskursen überhaupt erst geschaffen. Ja, vergessen Sie diesen Blödsinn. Ja, es wurde gefördert, aber in seinem Stück Mena Masailo hat es Mykola Kulisch, eine seiner Figuren, nämlich Dyatko Taras, sehr gut sagen lassen. Ихня українізація – це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю, ihre Ukrainisierung, die Hochgelobte, ist eine Art, uns alle zu finden, aufzudecken, uns Ukrainer, und dann alle gemeinsam zu vernichten, damit auch gar kein Geist davon übrig bleibt. Ich warne. Das war eine Prophezeiung. Er selbst wurde umgebracht und mit ihm alle führenden Köpfe dieser Ukrainisierung. Danke für diese Förderung des Ukrainischen in der Sowjetzeit. Naja, und danach, ich mache die Dinge kurz, durfte man ihm das Veto über das Ukrainische sowieso nicht mehr schreiben, wenn man hinzufügte und das große russische Volk und die große russische Sprache, das Ukrainische an sich, war eigentlich fast kein legitimer Gegenstand mehr. Dieser Spuk wurde schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion beendet und ich komme auch schon zum Schluss. Hier wird festgestellt, schon 1989, auf der Grundlage der Konstitution der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik übrigens, dass das ukrainische Staatssprache sein soll. Und dieses Staatssprachengesetz war gültig bis ins Jahr 2012. Und ich möchte kurz hinzufügen, auch für alle Russistinnen und Russisten, die das vielleicht nicht wissen, das Russische wird in der Ukraine durch einige Sprachengesetze geschützt. Es wird sogar von der Verfassung geschützt. Wollen Sie Herrn Putin noch Glauben schenken? Seit 1989 kam es wirklich zu einem Aufblühen der ukrainischen Sprachkultur in allen Bereichen. Und wir lassen uns das nicht nehmen. Danke, Michael Moser, für seinen Vortrag. Ich darf jetzt Alois Woldan kurz vorstellen. Auch da muss ich natürlich eigentlich niemanden vorstellen, aber vielleicht einiges in Erinnerung rufen. Er studierte Theologie, Slawistik und vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck.
Er war dann an verschiedenen Universitäten tätig, in Moskau, in Breslau, in Salzburg und in Passau, bis er zu uns kam im Jahr 2005. War dann lange Jahre Professor für slawische Literaturen an der Universität Wien und ist momentan nicht im Ruhestand. Das kann man sagen. Er hat sich auch natürlich sehr verdient gemacht, nicht nur um Polen, wo er viele Ehrendoktorate auch hat, sondern auch, das kommt schon noch, oder? Ja, genau. Corona hat es verhindert. Ja, Corona hat es verhindert, die Übergabe. Aber natürlich von der Ukraine. Er war lange Jahre Sprecher des Galizienkollegs, das österreichische Galizien und sein multikulturelles Erbe. Er hat das Ehrendoktorat der Universität Lemberg, der Pädagogischen Universität Drohobytsch und, habe ich was vergessen? Genügend. Okay. Also er hat sehr viele Preise und Ehren bekommen und ich freue mich sehr, dass er auch zugesagt hat, heute vorzutragen, zu uns gekommen ist. Er wird sprechen über das Thema unzeitgemäße Betrachtungen zur ukrainischen Literaturgeschichte. Bitte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unzeitgemäße Betrachtungen bei Thomas Mann heißen nicht zeitgemäße. Ich habe den Bindestrich verschoben. Unzeitgemäße ist das, was ich sage, kommt also aus einer Unzeit, die unvorstellbar ist. Ich möchte ein bisschen den Blick zurückwerfen, leider ohne PowerPoint, tut mir leid, bin offenbar schon zu lange weg vom aktiven Unterrichten, auf gewisse Phasen der ukrainischen Geschichte und parallel dazu auf gewisse Phasen der ukrainischen Literaturgeschichte. Betreibt man Literaturgeschichte, wird man wollens wollens auf die große Geschichte zurückverwiesen. Aus dem Grund auch erlaube ich mir, bitte meine historischen Kollegen, mir das zu verzeihen, ein bisschen auf die sogenannte politische Geschichte zurückzugreifen. Ich fange auch mit der Kiewskaja Rus an, heute ja viel zitiert. Ja, die, wie Sie wissen, verschiedene sozusagen Extensionen hatte. Nordosten Wladimir Sustalt, Zentrum Kiew, Tscherniw und so weiter, Nordwesten Nowgorod, Pskow. Daran erinnert man sich nicht so, wenn man an Kiew denkt, denkt man nicht auch, dass Nowgorod ein sehr wichtiger Part in diesem Staat war und eine südwestliche Halitsch, Wladimir. Und das interessiert mich nun am meisten, denn mir scheint dieses Fürstentum, das immerhin ja in etwa bis 1350 unabhängig existierte, also den Fall der Kiewskaja Rus um 100 Jahre überdauerte, würde ich doch als einen ersten ukrainischen Staat betrachten. Naja, in der reichen Literatur der Kiewskaja Rus gibt es einen Text, der schon mit seinem Titel auf die Geschichte dieser ersten Ukraine eingeht, die galizisch-volynische Chronik, Halinsko-Volinska-Litopis, in ukrainischer Sprache. Sie ist eigentlich schon mehr eine Fürstenbiografie und sie ist zugeschnitten auf den Fürsten und später zum gekrönten König Danilo. Und sie zeigt, dass dieses Halitsch-Wladimir deutlich eingebunden ist in ein mitteleuropäisches, ungarisch, polnisch, sogar deutsches Reich Beziehungen. Die Chronik kennt auch österreichische Episoden. 1252 greift Danilo auf der Seite des ungarischen Königs Béla IV. In den Kampf um das bambergische Erbe gegen Przemyśl Otakar II. Ein. Ausführlich schildert der Chronist dieses Geschehens. Er erscheint sehr gut bewandert in den politischen Feldern, sogar in Österreich, was passiert ist, nachdem der letzte Babenberger Friedrich der Streitbare gefallen ist. Keine andere der sogenannten, so hat das ich noch gelernt, altrussischen Chroniken, ist der dann Mitteleuropa interessiert. Kein anderes der Nachfolgefürstentümer der Rus war so sehr in diesen politischen Raum eingebunden. Diese Bindung nimmt noch zu, als dieses Fürstentum seine Souveränität verliert und von Polen unter dem letzten Piastenkönig Kazimierz Czeczyk, also dem Dritten, okkupiert wird mit relativ geringem Aufwand, kann man sagen. Aus den Teilfürstentümer der Rus wird eine spätere polnische Wojewodschaft, Wojewodstwo Ruskie, dass man dieses Ruskie nicht mit, am besten mit Ruthenisch übersetzt, ist auch klar.
Ja, und dann, wie gesagt, verbleiben diese beiden ursprünglich ruthenischen Fürstentümer 400 Jahre bei Polen, bis dass sie mit der ersten Teilung Polens 1772 zu Österreich kommen. Das trifft jetzt mit dir auf Halicz zu, Wolodymyr nicht. Kiew, wie weniger bekannt ist, fiel an das Großfürstentum Litauen und erst nach dessen Vereinigung mit der polnischen Krone in der Union von Lublin 1569 auch an den polnisch-litauischen Doppelstaat. Der Verlust der Eigenstaatlichkeit dieser frühen Ukraine bedeutet aber nicht den Verlust einer Autonomie und einer kulturellen Identität. Die polnischen Könige bestätigten in der Regel die Privilegien der einzelnen Städte des Reichs, so auch der ruthenischen. Ich habe das persönlich etwa ein bisschen nachvollzogen, am Beispiel der Stadt Tohowicz, keines Jahr. Wichtige oder bedeutende Stadt, wie auch immer. Dennoch mussten die Ruthenen für ihre Rechte im polnischen Staat immer wieder kämpfen, wurden bisweilen in diesen Rechten beschnitten und haben mit viel Nachdruck diese Rechte eingemahnt. Das sogenannte ältere ukrainische Schrifttum kennt zahlreiche solcher Dokumente, Sendschreiben, Bittschriften, die zumeist in ruthenischer Sprache abgefasst wurden. Das wurde in den Kanzleien in Krakau sehr wohl auch verstanden. Entsprechendes Beispiel dafür ist eine Bittschrift von ruthenischen Lemberger Handwerkern an den polnischen König aus 1609, betitelt mit Lament Albo Mowa, do Korolja Jego Milosti, also Lamentatio, Klage oder Rede an den König seine Gnaden. Mit drastischen Bildern schildert der Verfasser als unbekannt die Unterdrückung der ukrainischen Handwerker durch die polnischen Zünfte in der, wie gesagt, natürlichen ruthenischen Heimat in dieser ruthenischen Stadt Lviv. Das Originalzitat spare ich mir. Was aber den entscheidenden Unterschied zur Situation der Ukraine im 1600 in Polen zu der in späteren Jahrhunderten im Zarenreich ausmacht: Es gab im polnischen Staat der Rzeczpospolita Obojga Narodów ein Forum, auf dem die polnischen wie auch die nicht-polnischen Teile dieses Staates, die ruthenischen Bürgerschaften des Ostens, die deutschen Städte des Westens, ihre Anliegen vorbringen konnten, denn Sejm, das Parlament, das damals nur unregelmäßig tagte, von dem sich aber auch der König seine Entscheidungen bestätigen lassen musste. Für welche entscheidungsbefugte Körperschaft hätten die Vertreter einer Minderheit im Zarenreich ihre Klagen bringen können? Ein ruthenischer Magnat, wie der Fürst von Ostrich, Konstantin Ostrowski, die Stadt wurde bereits erwähnt, ein streitbarer Kämpfer für die Rechte der Ruthenen und der Orthodoxie. In einer englischsprachigen Publikation aus den letzten zwei Jahren wurde er sogar als potenzieller König der Ukraine bezeichnet, konnte auf diesem Sejm vor dem König und dem Adel des Reichs in lateinischer oder polnischer Sprache nach allen Regeln der humanistischen Rhetorik parlieren. Ein kurzer Vergleich dieser Freiheit des polnischen Adeligen oder des ruthenischen Adeligen im polnischen Staat. Ja, mit einem Zeitgenossen, dem Fürsten Andrzej Kurbski, der sich mit Iwan IV. Überworfen hatte, nach Polen-Litauen fliehen musste und seine Polemik mit dem Zar aus sicherer Entfernung nur mehr in schriftlicher Form austragen konnte. Der Briefwechsel Andrzej Kurbskis mit Iwan IV. Ist ja getitelt. Ja, und wenn man fragt, wie es um die Redefreiheit in Russland heute, fast 450 Jahre später, steht, dann geben Sie mir die Antwort. Im Fernsehen habe ich unlängst ein Bild aus der russischen Duma gesehen, da sind alle aufgestanden und haben einstimmig abgestimmt. Da ist also keine Idee mehr, dass man auch Nein sagen könnte als Abgeordneter in einem Parlament. Die Freiheit zeigt sich dort, wo man dagegen sein kann. Zurück zur älteren ukrainischen Literatur um 1600. Nicht nur die Lemberger Handwerker stilisieren ihre Bittschrift als Klage, als Lamentatio. Nach dem Tod des erwähnten Fürsten von Ostrich wird ein Lament na dom Ostrowskich, eine Lamentatio auf das Haus Ostrich, verfasst, die der Gattung der Klage um einen verstorbenen Menschen viel näher kommt. Wiederum, der lateinische Titel dieser Gattung verweist auf ihre westliche Herkunft, auf ihre Verwurzelung im Kanon der Literatur der Antike und der Renaissance und belegt einmal mehr die Partizipation der ukrainischen Literatur und Kultur an der europäischen Tradition. Die ältere russische Literatur kennt die Gattung der Lamentation nicht. Michail Ruschewski,
Nestor, der modernen ukrainischen Geschichtsschreibung, hat die Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert als die erste ukrainische Wiedergeburt bezeichnet. Diese Wiedergeburt geht ohne eigenen Staat vor sich. In regionalen Zentren der heutigen Westukraine, wie etwa der Stadt Lviv, dem späteren Lemberg. Sie findet auf dem Boden des damaligen polnischen Staates statt und stellt doch eine wichtige Phase des ukrainischen Nation Building dar, über die man in der Fachwelt ausgenommen wenig Bescheid weiß. Die nächste Phase der ukrainischen kulturellen Entwicklung ist mit der Stadt Kiew verknüpft und spielt sich zunächst noch im polnischen, dann aber im russischen Staat ab. Auch das polnische Kiew ist wenig bekannt. Wer Gogols Taras Bulba gelesen hat, hat sich vielleicht gewundert, dass der jüngere Sohn des Protagonisten seine Liebe zu einer Polin in Kiew entdeckt. Erst 1667 mit dem Frieden von Andrusi fällt Kiew an das Zarenreich. Im 17. Jahrhundert ergreifen die russischen Behörden aber noch kaum ein, soweit ich weiß, in das kulturelle Leben des ukrainischen Barock, das wurde erwähnt, das in der sogenannten Kiewer-Mohylanischen Akademie sein Zentrum hat. 1632 wird diese erste Hochschule auf ostslawischem Boden von kurz zuvor geweihten und vom polnischen König bestätigten Metropoliten Petro Mohyla errichtet. Mit der Übernahme eines westlichen Studienprogramms, des neuscholastischen Fächerkodex, samt den Fremdsprachen Latein und Polnisch erlebt diese Akademie eine Blüte. Viele ihrer Absolventen werden ins Zarenreich berufen und haben dort Karriere gemacht. Wurden schon erwähnt. Im 17. Jahrhundert spitzt sich aber auch der polnisch-ukrainische Antagonismus in fataler Weise zu. Es kommt 1648, wie Sie wissen, zum Aufstand unter Bohdan Chmielnicki, ein echter Bürgerkrieg im polnisch-litauischen Staat, der aus der in Anführungszeichen polnischen Ukraine einen großen Teil herauslöst und dem russischen Zaren unterstellt. Das hat in der Folge eine Zweiteilung des Landes zur Folge. Die Gebiete westlich des Dnipro bleiben bei Polen, die östlich gelangen unter russische Herrschaft. Am Ende dieser Zeit steht ein Versuch, nicht nur diese beiden Teile wieder zu vereinigen, sondern auch die Ukraine aus der russischen Vorherrschaft, die in der Regierungszeit Peters I. immer belastender wurde, zu befreien. Hetman Iwan Mazepa, 1639 bis 1709, langjähriger treuer Vasall des russischen Zaren, sogar mehrere russische Zaren, er hat den Vorläufern Peters auch noch brav gedient, läuft 1708 auf die Seite Karls XII. Von Schweden über, jenes schwedischen Königs, der seit 1700 die russischen Truppen mehrmals erfolgreich besiegt hatte. Mazepas Bündnis mit dem Schweden ist nicht nur von den militärischen Erfolgen eines scheinbar unbesiegbaren jungen Königs bedingt, es stellt auch einen Versuch dar, mit Hilfe eines neuen, modernen und westlichen Bündnispartners die Ukraine unabhängig zu machen. Dieser Versuch scheitert ein Jahr später in der Schlacht von Poltawa 1709. Karl XII. Muss seine erste große und zugleich definitive Niederlage hinnehmen. Russlands Aufstieg zur europäischen Großmacht ist gesichert. Für die Ukrainer, die übrigens ihrem Hetman Mazepa bei seinem Wechsel auf die schwedische Seite nur zu einem kleineren Teil folgten, ist diese Niederlage fatal. Abgesehen vom grausamen Blutgericht, das Peter über die Verräter befahl, Mazepa konnte sich ins türkische Exil nach Bender retten, und der nicht weniger brutalen Zerstörung von Mazepas Hauptstadt Naturin, stellt Poltawa den Beginn einer massiven Russifizierung dar. Der Zar hatte durch die Kirche über Mazepa den Anathemaflug verhängen lassen. Jede Erinnerung an diesen Verräter sollte getilgt werden. Wie zum Trotz gegen kaiserliche Allmacht lebt Mazepa aber in der Literatur der europäischen Romantik erst richtig auf und weiter. Es gibt keine andere ukrainische historische Persönlichkeit, die so oft Held literarischer Bearbeitung geworden ist, und ich glaube auch keine russische. Die Zahl der Arbeiten über den Pseudo-Demetrius sind geringer. Ja, die Zahl der literarischen Arbeiten über Mazepa in den verschiedenen Sprachen, von Ukrainisch bis Italienisch und Deutsch, ist bis heute nicht erfasst. Am Anfang steht Voltaire, der in seiner Biografie Karls XII., nicht weil die Geschichte Karls XII., König von Schweden, 1733, lang vor der Romantik, auch über die Ukraine einige denkwürdige Sätze verliert. Ich muss das kurz zitieren. Seit Menschengedenken hat die Ukraine danach gestrebt, frei und unabhängig zu sein. Doch ihre Lage mitten zwischen dem russischen, dem polnischen und dem türkischen Reich zwang sie, einen Schutzherrn zu wählen
und sich somit unter die Oberherrschaft einer der angrenzenden Mächte zu stellen. Zuerst hatten die Ukrainer sich Polen angegliedert, sie wurden wie Untertanen behandelt. So wandten sie sich den Russen zu, hier gerieten sie vollends in Knechtschaft. Das angestammte Vorrecht, einen der ihren zum Fürsten und Oberbefehlshaber zu ernennen, wurde ihnen bald entzogen und sie mussten ihren Führer vom Moskaus Graden annehmen. Das nur. Interessant übrigens, woher hat Voltaire diese Informationen? Darüber können Sie natürlich auch entscheiden. Von großer Vorbildfunktion für Mazeppas literarische Karriere war Byrons Mazeppa aus den Oriental Poems 1819, der nicht nur starken Einfluss auf Victor Hugos gleichnamiges Poem, sondern auch auf die Mazeppa-Darstellungen in der französischen Malerei, Boulanger, Géricault, Vernet und so weiter, hatte. 10 Jahre nach Byron tritt Puschkin an und mit seinem Poem Poltava, das ursprünglich auch Mazeppa heißen sollte, 1828, die Sache quasi richtig zu stellen. Mazeppa sei kein romantischer Held und jugendlicher Liebhaber, sondern ein alter Intrigant und Bösewicht und vor allem Verräter am russischen Zar, Izmirnik Ruskava Zarjan. Damit zementiert Puschkin ein Urteil über Mazeppa, das bis heute in der russischen Historiografie vorherrscht, von der ukrainischen erwartungsgemäß widerlegt wird. Interessant und nicht bekannt ist in diesem Zusammenhang die deutsche Mazeppa-Literatur, heute völlig vergessen zu Recht, was ihre ästhetische Qualität angeht. Zu Unrecht, wenn man den gesamten Mazeppa-Text rekonstruieren will. Die beiden bekanntesten Mazeppa-Dramen, Andreas, nicht Karl Mais, der König der Steppe 1848 und Rudolf von Gottschalks Mazeppa, geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen 1865, die die Handlung ihrer Stücke eindeutig von Puschkins Poltava entlehnt haben, auch wenn sie ihn nicht nennen, haben aber dessen negatives Urteil über Mazeppa nicht übernommen, sondern versuchen eine Rehabilitierung. Mazeppa will nämlich für sein Volk die Freiheit in einem unabhängigen Staat. Der Verrat Mazeppas wird relativiert, der Zar hätte als erster seine Verpflichtung gegenüber der Ukraine verletzt. Erst als Reaktion darauf wäre Mazeppa auf die schwedische Seite übergelaufen. Zitat: Hat nur der Herrschende das Recht, Verträge zu brechen? So fragt Mazeppa im Stück von Andreas May. Die Antwort ist klar, auch der Vasall hat das Recht, wenn es der Herrscher tut. Die Auseinandersetzung mit Mazeppa und seinen Taten dauert in der Literatur mehr als 200 Jahre. Sie hat in der ukrainischen und russischen Publizistik und Gedächtnispolitik um das Jahr 2009, als sich die Schlacht von Poltava zum 3. Mal jährte, einen neuen Höhepunkt erreicht, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern zurück zur Geschichte. Was Peter in Bezug auf die Ukraine angefangen hatte, vollendete Katharina II. Dehnte die Leibeigenschaft auf die Ukraine aus, liquidierte die Autonomie der Kosaken, die wurden zu regulären russischen Regimentern gemacht, büßen ihre alten Freiheiten ein. Und die brutale Zerstörung der Sitsch 1755. Wer hier nicht umgekommen ist, ist etwa geflohen in die Dobrudscha, heute Bulgarien, damals türkisches Gebiet, oder hat sich umsiedeln lassen in das Schwarzmeer oder Kuban-Kosaken. Die Gebietsreform, bei der die Kaiserin alte Verwaltungseinheiten durch moderne Gouvernements ersetzte, verwischte die alte ukrainische Ostgrenze hin zu Russland. Auch darüber kann man kaum was lesen. Und ermöglichte damit auch eine verstärkte territoriale Eingliederung Kleinrusslands ins große Russland. Taras Schewtschenko, der größte ukrainische Dichter, der in Petersburg Malerei studieren konnte und des Öfteren vor dem berühmten Reiterdenkmal von Falconet stand, resümiert angesichts der Inschrift auf dem berühmten Denkmal, da steht nämlich oben Petro Primo, Katharina Sekunda. Nur mal in Deutsch. Wahrlich, ich verstehe, jener Erste schlug ans Kreuz dich, Ukraine, und den Rest gab dir die Zweite, wütend und erbarmend. 70 Jahre später, am Beginn des 20. Jahrhunderts, lässt ein junger ukrainischer Dichter im österreichischen Galizien die auf Befehl Katharinas zerstörte Sitsch wieder auferstehen. Wassil Patschowski, Mitglied der Lemberger Dichtergruppe Morda Musa, formuliert am Ende eines Aufsatzes, der der 200-jährigen Wiederkehr der Schlacht von Poltava gewidmet ist und demzufolge aus dem Jahr 1909 stammt: Sitsch ide s Tschernohori, Ukraina vstaje. Die Sitsch kommt gegangen, aus der Tschernohora, einem der höchsten Berge der Waldkarpaten, die Ukraine steht auf. Die Kosakenfestung auf der Dnipro-Insel, transferiert und wiedergeboren,
auf einer der höchsten Erhebungen der Waldkarpaten. Anlass für diesen historisophischen Optimismus und nicht zu sagen Utopismus ist das Entstehen zahlreicher Sitzvereine in den Städten Galiciens, aber auch unter den Ukrainern, die in Wien studierten. Diese patriotischen Vereine, völlig auf dem Boden der Legalität agierend, weit entfernt von jedem Gedanken an Gewalt und Terror, sollten das Erbe der militanten Kosaken bewahrt haben. 1909, als Batschowski das schreibt, konnte man über einen solchen Optimismus nur lächeln. 5 Jahre später, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sah das plötzlich ganz anders aus, als mit Erlaubnis des österreichischen Oberkommandos eigene ukrainische Freiwilligeneinheiten gebildet werden durften, die Sitsch schützen. Zahlenmäßig nicht zu vergleichen mit den Hunderttausenden von Ruthenen, die in gewöhnlichen österreichischen Uniformen für Kaiser, Volk und Vaterland kämpften und massenweise dafür den Tod fanden, stellten die Sitzschützen in einer national bewusste und hochmotivierte kleine Eliteeinheit dar, die nicht nur bei der Wiedereroberung Galiciens im Frühjahr 1915, sondern vor allem nach Kriegsende im November 1918 auch strategisch eine Rolle spielte. In ihren Reihen kämpfte ein habsburgischer Erzherzog, Wilhelm von Habsburg, von den Ukrainern liebevoll Wassil Beschwebene, der mit dem bestickten Hemd genannt, indem man nicht nur einen militärischen Anführer, sondern den Fürsten einer zukünftigen, auf den Trümmern des besiegten Zarenreiches zu erbauenden Ukraine sah. Wilhelm bezahlte für diese Visionen mit dem Tod im Kiewer Untersuchungsgefängnis 1947. Er wurde noch während des Zweiten Weltkriegs vom KGB in Wien geschnappt und ab ging es in die Patria Sovietica. Vor kurzem hat man ihm in Kiew ein Denkmal gesetzt. In Charkiw, das heute für ganz andere Schlagzeilen sorgt, wurde Anfang Oktober eine Oper über ihn uraufgeführt, die eigentlich auch einmal nach Wien kommen sollte. Ja, ich muss ein bisschen kürzen. Die Machtergreifung der Bolschewiki in Kiew, Michael Moser hat darüber gesprochen, das beginnt ja mit dem Jahr 1917 und dauert definitiv bis 1923, da die sowjetische Ukraine Gründungsmitglied der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik ist. Sehr komplexe, sehr interessante Zeit, darauf gehe ich nicht ein. Aber es gibt bekanntlich einen russischen Roman, in dem die Machtwechsel in Kiew in der ersten Phase dieser Turbulenz zwischen 1917 und 1919 den Hintergrund für das Schicksal der Protagonisten abgeben, Michail Afanasjewitsch Bulgakows erster Roman Bielaya Gwardia, die Weiße Garde, seit nicht allzu langer Zeit auch in deutscher Übersetzung vorhanden. Die erste sowjetische Ausgabe dieses Romans, der in den 20er Jahren in einem Riga Exilverlag erschien, konnte man erst 1978 kaufen. Ich war damals gerade Stimme Theater und bin gleich in die Berioska gelaufen und habe mit ein paar Schilling dieses Buch erstanden. Okay. Ein Interview mit dem Übersetzer im Standard vor wenigen Tagen hat mich an etwas erinnert, was dieser Übersetzer offenbar völlig übersehen hat. Die Darstellung der ukrainischen Nationalbewegung, vor allem der Petlura-Armee, die Kiew 1919 für kurze Zeit besetzt hatte, ist eine Karikatur. Stammt aus einer großrussischen Perspektive, die die Ukraine wie üblich von oben herab sieht. Tölpelhafte, aber auch brutale Bauern und nationalistische Volksschullehrer. Der Autor, der auf die große Geschichte der Stadt von Heiligen Wladimir an rekurriert, zeigt absolut kein Interesse an der ukrainischen Seite. Bielaya Gwardia ist trotzdem ein gutes Buch. Denjenigen, die an einem umfassenderen literarischen Bild der Ereignisse in Kiew, das über den Abzug der Petlura-Armee hinausgeht, interessiert sind, kann ich ein polnisches Buch empfehlen, das sich in mancher Hinsicht mit Bulgakows Roman vergleichen ließe. Maria Tunin-Krosicka, Burza od Wschodu, Sturm aus dem Osten. Bulgakows Buch endet mit einem einsamen Rotarmisten neben seiner Kanone am Rand der Stadt, der rote Stern auf dessen Mütze, Budionowka, korrespondiert mit dem roten Planeten Mars am Himmel. Tunin-Krosicka berichtet, was geschehen ist, nachdem diese so harmlos scheinenden Männer mit den roten Sternen an den Mützen die Herrschaft in der Stadt übernommen haben. Ein unbeschreiblicher Terror der Bolschewiki, der Tscheka, Schrissenscheine, Kamisja, gegen alles, was verdächtig, bürgerlich, nationalistisch etc. eingestuft wird. Die Autorin stammt aus einer polnischen Gutsbesitzersfamilie in der Zentralukraine, hat mit ihrer Tochter in Kiew Zuflucht gesucht und gerät dort vom Regen in die Traufe, nämlich unter die Herrschaft der Bolschewiki. Sie können sich vorstellen, dass eine polnische Gutsbesitzerin nicht sehr positiv über die ukrainische
Nationalbewegung schreibt. Kritische Worte gegen die Betlura-Leute, kritische Worte gegen die ukrainischen Regierungen. Aber all das ist nichts im Vergleich mit dem Terror der Roten, der letzten Endes sich in Kiew durchgesetzt hat. Kiew bleibt auch, nicht nur wenn die Weiße Armee versucht hat, die Bolschewiki zu vertreiben und dann noch einmal die Polen im Frühsommer 1920 für kurze Zeit in Kiew eingezogen, ich glaube ein, zwei Wochen, Kiew bleibt sowjetisch. Bulgakov, ein Autor von Weltrang, und Tonin Koschitzka, zweitrangige, heute wohl auch zu Recht vergessene polnische Autorin. Kann man das vergleichen? Beide liefern literarische Bilder einer Zeit, von der es kaum historische Bilder gibt. Und beide tragen bei, um ein in etwa umfassenderes Bild von dieser Zeit zu finden. Und insofern, meine ich, ist es auch notwendig, dieses Buch einzubeziehen. Ach Gott, ich bin schon viel zu lang. Der Erste Weltkrieg und die Westukrainische Republik hatten ein spezifisches Echo in Österreich. Jetzt bin ich wirklich gleich am Ende. Vor allem in Wien. Schon von den ersten Kriegstagen an wurde Wien zum Ziel für Flüchtlinge, die aus Ostgalizien vor den russischen Armeen flohen, vor allem jüdische Bürger. Die Eltern von Thomas Schulz und Simon Wiesenthal waren darunter. Dazu kamen große Mengen von Zivilbevölkerung, die auch von den österreichischen Behörden aus dem Gebiet der Kampfhandlungen zwangsevakuiert wurden. Das gut dokumentierte Lager in Gmünd, Waldviertel, beherbergte in Spitzenzeiten bis zu 100.000 Flüchtlinge. Es war für 30.000 gebaut, die Mehrheit davon Ukrainer. Auch das Lager Gmünd hat Eingang in die Literatur gefunden. Die ukrainische Autorin Katja Relevitscheva, selbst in diesem Lager interniert, hat einen Zyklus von bedrängenden Bildern aus dem Lagerleben verfasst. Im oberösterreichischen Freistaat waren im sogenannten Russenlager Ukrainer interniert, Kriegsgefangene aus der zaristischen Armee und deshalb Russen. Auch dort erschienen Zeitschriften und Broschüren, entstanden Texte. Zu den Autoren, die im Freistaat der Lager auf das Kriegsende warten mussten, gehört Oleksiy Kobetz, der dort Gedichte in ukrainischer, aber auch russischer Sprache verfasste, die in Wien verlegt wurden und heute noch in der Nationalbibliothek zu finden sind. Texte mit einem stark pazifistischen Tenor. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist diese ukrainische Emigration, die nach dem Zusammenbruch der Westukrainischen Volksrepublik verstärkt wurde. Diese Republik hat ja bis 1921 in Wien ihren Sitz sozusagen gedauert. Dieses rege ukrainische Leben bricht eigentlich 22, 23 je ab, weil die Protagonisten nach Prag übersiedeln. Präsident Masaryk, ungeachtet eines starken russophilen Note, hat viel Verständnis für die Nöte der russischen, ukrainischen und weißrussischen Emigration. Ein Verständnis, das den Behörden der Ersten Österreichischen Republik fehlte. Sehr rasch verfiel wieder, was zuvor ebenso entstanden war, Vereinsleben, Kaffeehaus unten mit politischen Diskussionen, ein buntes Spektrum an Druckerzeugnissen. Jetzt noch ein Zitat. Im Jahr 1914, am Beginn der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, richtet der Bund zur Befreiung der Ukraine eine Art Manifest an das bürgerliche Gewissen Europas. Zitiere. Wir, die Ukrainer aus Russland, die sich im Bund zur Befreiung der Ukraine zusammengeschlossen haben, wenden uns mit diesem Aufruf an die ganze zivilisierte Welt. Möge die Welt unserer gerechten Sache helfen. Unser Aufruf ist getragen von der tiefen Überzeugung, dass die ukrainische Sache zugleich auch eine Sache der europäischen Demokratie ist. Wenn man nicht wüsste, dass dieser Aufruf aus 1914 stammt, könnte man meinen, er wäre in den letzten Tagen verfasst worden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.